alle Freunde, ich bin's wieder, Micha, Autoaktiv, bleibt gegrüßt. Es ist mal wieder vor dem Leichnam. Ich habe frei, der Rest muss arbeiten. Ich bewege mich gerade wieder in die Stadt nach Lübeck rein, in die schöne Altstadt. Eigentlich nicht um zu filmen, aber kann ich natürlich selbstverständlich immer mitmachen, sondern ich habe ein neues Hobby entdeckt. Ich habe gedacht, okay, man muss ja irgendwas tun, kreativ, und bin auf die Idee gekommen, so eine Art Urban Sketching zu machen. Eventuell dann auch mit Aquarell oder wie auch immer. Wird sich zeigen. Gemalt habe ich schon immer, mehr oder weniger gut. Habe nur über Jahre lang eigentlich nichts gemacht. Gut, dann habe ich gedacht, okay, fangen wir wieder an. Dann kommt man ein bisschen zur Ruhe, man setzt sich mal hin, beobachtet gut und. Okay. Und da bin ich jetzt eigentlich auf dem Weg in die Stadt, um noch so ein bisschen Zubehör, Material zu kaufen. Wisst ihr, was habe ich? Ich habe mir, Aquarell-Buntstifte gekauft. Habe festgestellt, das ist okay, aber eigentlich noch nicht das, was ich will. Also gehe ich auf die Suche nach Aquarellfarben. Da habe ich im Internet eine schöne Geschichte entdeckt. Ich glaube von Schminke. Und so eine kleine Kiste, so, da sind glaube ich nur 6 oder 8 Farben drin, reicht völlig aus, wenn man die 3 Grundfarben hat, Rot, Blau und Grün oder was, naja, Grün, Quatsch, Rot, Blau und Gelb, so, mit denen kann man alles mischen, plus ein bisschen spezielle Farben, die im erdigen Ton sind, dann kann man sich alles zusammenmischen. Okay, und da bin ich gerade auf dem Weg, hab gesehen, sollte es hier bei Heinrich Hünecke geben, da fahre ich jetzt mal hin, so, und bin jetzt hier gerade, hier, das ist so, ich weiß gar nicht, wie sie es nennt, ob der überhaupt einen Namen hat. Eigentlich die Verbindung. Wenn man vorne guckt nachher, da vorne, in die Ecke fließt es unter der Straße durch, hinten ist auch so ein kleiner Kanal. Das ist immer so der Abfluss oder ein Abfluss von der Wagnitz und fließt hier in den Lübeck-Elbe oder Elbe-Lübeck-Kanal rüber. Ja, ist auch ganz nett, sieht schön aus. Aber weiter geht's jetzt mal. Dann wollen wir mal gucken, was ich bekomme. Und wenn ich unterwegs ein schönes Motiv finde, setze ich mich mal hin und versuche mein Glück. Wir werden sehen. Okay. Und wenn ich was unterwegs finde, was Hübsches, Nettes, zeige ich es euch. Nehme ich einfach mal mit. Okay, für mich geht es jetzt weiter. In die Richtung da geht es über die Brücke. Das ist die, ja, Barmstraße, glaube ich. Okay, gut. Dann, los geht's. We'll be right back.
jetzt war ich gerade bei Heinrich Hünicke und habe mich eingedeckt mit dem, was man so braucht, oder zumindest mit dem, wobei ich denke, dass man es braucht. Wir werden es sehen. Gut, jetzt suche ich mir ein lauschiges Plätzchen und dann werde ich mal, ja, zumindest mal skizzentechnisch versuchen, mich da ein bisschen reinzuarbeiten. Ein bisschen entspannen. Okay, ich bin jetzt hier beim Dom. Ja, hier waren wir ja schon mal gemeinsam, haben uns schon mal angeguckt, deshalb geht es jetzt einfach mal weiter. Gucken, ob ich ein Plätzchen finde. Elektroboats haben wir zur Stadtrundfahrt mal. Eine Stunde kostet, ja, ich glaube nicht billig. 40 Euro, 50 Euro. Aber okay, kann man sich ja mit drei Kindern teilen. Ja, die Ausflugschiffe. Wieder unterwegs. Sei ihnen gegönnt. Vom einen Jahr nichts verdient. So, Freunde, hier habe ich mich jetzt ausgebreitet, mal kurz. Das, was ihr da seht, ist der Dom. Da ist die alte Mühle. Wird Strom produziert, noch, tatsächlich immer noch. So eine kleine Kooperative da, so wenn ich das mal richtig weiß. Ja, ist doch ganz nett hier. Im Moment auch relativ ruhig. Und hier auf der Bank mache ich mich jetzt mal kurz breit. Und guck mal, was ich da so alles gekauft habe. Okay. So, jetzt sitze ich hier und habe mal ausgepackt. Wie gesagt, da im Hintergrund der Dom. Jetzt habe ich schon tatsächlich angefangen und habe was gemacht. Und habe mal da so einen kleinen Ausschnitt von dem da hinten gemalt. So, fangen wir mal hier an. Dann guckt euch mal das ganze Sortiment an. Ja, toll, ne? Also als erstes habe ich mir gekauft, das ist schon ein, zwei Wochen her, diese Buntstifte inklusive eines Pinsels für unterwegs mit Wasser drin. Ja. Ne? Sehr nützlich für unterwegs, gleich Wasser dabei. So, jetzt geht das Ding nicht mehr zu hier. Eieiei. Jetzt heute, also die Mappe hatte ich mir noch dazu gekauft, um mal alles ein bisschen eingerollt unterwegs dabei zu haben. Ein, zwei Bleistiftchen. Dann habe ich mir heute hier diese Brushfarben aus dem Stift geholt. Das sind auch Pinsel. Und hier noch so ein, zwei Eddings. Das sind auch Brushfarben in Schwarz und Grau. Eddings permanent. Farbkasten von Schminke mit Hora-Dampffarben. Gehört wohl zu dem Besten, was man kriegen kann. So eine kleine Kiste für unterwegs. Kann man immer in der Tasche haben und wenn man Bock hat zu malen. So, dann gab es hier noch so einen kleinen Pinsel, der war mit dabei. Den kann man dann hier aufschrauben. Dann hat man hier einen super kleinen Pinselchen. Zusammenschrauben.
Und dann kann es losgehen. Ja. Okay, das ist so das, was ich mir zugelegt habe. Und dann gucken wir mal, ob in mir der Künstler erweckt wird. Die erste Skizze oder Sketch, was man heute sagen sagt, gemacht. Ja, man muss ja reduziert anfangen, einfach nur Skizze, und die wird jetzt koloriert. Da schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und wenn das fertig ist, zeige ich euch das mal. Könnte was werden. Schauen wir mal. Okay, das war so der erste Eindruck von meinen verrückten Malideen. Die neuesten Hobbys vorgestellt von mir. Okay, dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Dann packe ich jetzt mal ein. Okay, bis später. Da fährt wieder die Barkassenfahrt. Schönes Ding. Damit macht es bestimmt Spaß. Da guckt die zwei Kräne mit dem Schnäbel. So, ich fahre jetzt erstmal wieder nach Hause. Da geht es da oben über die Brücke gleich. Die Brücke. Julian kommt noch hinzu, ich hatte noch Geburtstag. Ja, herzlichen Glückwunsch, Micha. Okay, bis später. Da befinde ich mich jetzt hier an der Mühlenbrücke. Ist doch schon ganz schön rostig. Aber schön ist sie. Schöne Konstruktion. Gut, ich habe entschieden, hier doch nicht drüber zu gehen. Ich fahre noch einen weiter und nehme die nächste. Okay, bis gleich. Ich hätte ja mal fragen können, ob er schon was gefangen hat, Kollege. Sah jetzt irgendwie nicht so aus. Schon wieder ein Jahr älter. In meinem Alter spricht man nicht darüber. So, dann ist dann jetzt hier das Mühlenteich, Krähenteich. Wir wechseln das immer. Oh, wie man sieht, ist doch ein bisschen was los. Na gut, es ist immer noch Corona und alles dringt nach draußen. Okay. So, meine nächste Tour, glaube ich, mache ich mal hier hin zum Sketchen. Ist doch ein ganz nettes Motiv hier. Vielleicht von der anderen Seite, muss ich mir mal angucken. Heute nicht mehr. Aber so ein schönes Motiv. Mal schauen, was das ist. Ein Büro. Da sitzen welche drin hier. Ich glaube es ist kaum. An der Mauer 23a. Diplom-Ingenieur P. Kröger. Beratender Ingenieur. AIK Schleswig-Holstein, Verzeichnis Nummer 6. Irgendwas Spezielles ist das, ne? Muss ich mal recherchieren. COAAT Malaga Collegiato Nummer oder N2246. Das ist ja nun mal super blau. Cool. Das ist ja wahrscheinlich die Hüchsbrücke da. Philippiger Kanuverleih, voll. Freunde, donnerstags. Ja, Freunde, das war's. Letzter Blick über die Wagnitz. Und ja, wenn es euch gefallen hat, macht mal einen Daumen hoch und schreibt es in die Kommentare, wenn euch irgendwas interessiert. Dunkel hier unten, ne? Jetzt wollte ich eigentlich hier hoch. Vielleicht komme ich hier vorne nochmal hoch. Gut, das war's, wie gesagt. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht morgen schon. Morgen will ich mal am Kanal langfahren zu einem Hofladen und ein bisschen was einkaufen. Vielleicht nehme ich euch da mal mit. Okay,
Gut, und wenn das so ist, dann schaut morgen mal wieder rein. Bis dann, euer Michael, macht's gut. Ciao, ciao, Daumen hoch nicht vergessen und Klingel an. Ja, und hier nochmal ein Blick. Oh, man kommt nicht ganz hin, muss ich nochmal draufklettern. Weil das ist dann jetzt hier dieser Kanal, den ich euch vorhin beschrieben habe, der von der Wagnitz abfließt und da hinten in den Kanal rein. Weil das ist er. Guck mal, ob ich hier ein bisschen um die Ecke filmen kann. Scheiße. Wenn ich reinfliege, wisst ihr Bescheid. Oh, man sieht glaube ich nichts. Ich gehe mal auf die Brücke. Ich gehe mal hoch und guck von da. Weil das ist nämlich ganz interessant. Das Radl nehmen wir aber mit. Kommt erstmal in die Tasche. So, jetzt könnt ihr wieder rauskommen. Das ist der Kanal, den wir vorhin von der anderen Seite gesehen haben. Tja, ist doch schön, oder? Ist auch ganz nett. Okay, das war's dann jetzt aber. Macht's gut, euer Micha. Ciao, ciao.